Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video geht es um das Thema: Ein Fehler ist keine Niederlage. Da habe ich einen Satz hier mit dabei: Wenn man keine Fehler macht, lernt man nicht. Wenn man nicht lernt, verändert man sich nicht. Wenn man sich nicht verändert, wächst man nicht. Niederlagen und Misserfolge sind ein unvermeidbarer Bestandteil des Lernens. Selbst die erfolgreichsten Menschen scheitern häufig. Wir müssen Niederlagen bewältigen und in Erfolge verwandeln. Wenn wir Erfolg haben wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns von Niederlagen nicht entmutigen lassen und mit ihnen umgehen können. Wie wir mit Niederlagen umgehen, hat einen großen Einfluss auf unsere persönliche und berufliche Entwicklung. Wenn wir aufgrund einer Niederlage oder Fehlers anfangen, an uns selbst und an unseren Fähigkeiten zu zweifeln, dann verbauen wir uns die Chance, aus unseren Fehlern zu lernen und so unsere Niederlage doch noch in einen Erfolg zu verwandeln. Und deshalb merkt ihr fürs Leben, dieses Zitat: Wenn man keine Fehler macht, lernt man nicht. Wenn man nicht lernt, verändert man sich nicht. Wenn man sich nicht verändert, wächst man nicht. Und dazu habe ich eine persönliche Strategie, die mir immer sehr gut hilft. Und da ist der erste Punkt in dieser Strategie: Gesteh dir deine Niederlage ein. Für die meisten Menschen ist es sehr schmerzhaft, sich ihre Niederlage genau zu betrachten und Fehler einzugestehen. Wir neigen deshalb dazu, eine Niederlage zu verleugnen und nicht wahrhaben zu wollen. Wir Menschen neigen dazu, uns als Opfer zu fühlen, die Schuld auf andere Menschen oder das Schicksal zu schieben, mit dem Schicksal zu hadern. Also gesteh dir deine Niederlage ein. Der zweite Punkt: Lass Gefühle der Angst, Enttäuschung oder Wut zu. Immer dann, wenn sich unsere Erwartungen nicht erfüllen, machen sich in uns negative Gefühle wie Angst, Wut, Trauer, Enttäuschung und Schuld breit. Wir können diese Gefühle nicht vermeiden und sollten uns die Erlaubnis geben, sie zu spüren. Für eine gewisse Zeit ist es heilsam, diese Gefühle auszuleben und nicht, wie so oft der Fall ist, diese negativen Gefühle zu unterdrücken und sie nicht wahrhaben zu wollen. Deshalb lass die Gefühle der Angst und der Enttäuschung oder Wut zu. Und der dritte und letzte Punkt ist: Gib dein Selbstmitleid auf. Selbstmitleid tut für kurze Zeit gut, dauerhaft blockiert uns aber Selbstmitleid jedoch, die Situation zu analysieren, aus den Fehlern zu lernen und wieder aktiv zu werden. Es bringt gar nichts, über sein eigenes Elend zu klagen. Auch andere Menschen machen Fehler und geraten in Krisen. Niemand ist perfekt, es kann jedem zustoßen. Akzeptiere deshalb, dass auch dir ab und zu Schlechtes widerfahren kann. Und gib dein Selbstmitleid auf. Sage dir immer, dass ein Fehler keine Niederlage ist, sondern etwas, aus dem man lernen kann. Und du wirst deine Ziele Stück für Stück erreichen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.